Hallo. Hallo. Wie geht's? So weit, so gut. Reicht doch, oder? Reicht. Guten Tag, Freunde. Wir haben heute, also ich meine, wir haben jetzt fast alles durch. Aufgrund, dass Neujahr war, haben wir... Die Transportfirmen haben eine Woche vor und eine Woche nach Neujahr zu. Und die haben jetzt gemeint, naja, ihr bekommt ja 6 Autos, also legen wir die alle so auf, vom Video aus gesehen, kommendes Wochenende. Da haben wir auch wieder ein bisschen mehr Content. Aber wir hatten ja sowieso, das hatte ich mit Typhoon auch besprochen, eine Besonderheit noch da, und zwar dieses altertümliche K-Car. Warum sage ich altertümlich? Weil es älter ist als du und ich. Sehr viel älter. Das könnte dein Vater sein. Nee, doch nicht. Naja, in manchen Konstellationen vielleicht doch. Und zwar handelt es sich um einen Mazda Porter Cab. Hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Also wir haben ja jetzt mittlerweile wirklich schon, kann man ja wirklich sagen, einige Aktis gehabt. Von 80er bis Anfang 2000er. 2023, das müssten so um die 10, 12 Stück gewesen sein, ne? Denke ja, 10 Stück auf jeden Fall. Ja, das mindestens. Also es war auf jeden Fall schon zweistellig, aber nicht sehr viel zweistellig, also so zwischen 10 und 12. Genau weiß ich es jetzt gerade nicht, aber... Schon allein, weil der eine Kunde 3 Stück bestellt hat. Ja. Naja, vielleicht eins fürs Wochenende, eins für den Alltag und eins fürs Arbeiten. Macht Sinn. Und da unten steht ja auch noch einer. Genau. Und wartet. Ja, zurück zum Porter Cab. Also dieses Fahrzeug ist wirklich, selbst für einen K-Truck, sehr klein. Ja. Also ich... Ja, sowieso nicht. Beim Akti ist ja auch schon Feierabend, aber selbst du mit weitaus kleinerer Wampe hast echt Probleme, das Ding zu bewegen, ne? Absolut. Deswegen gibt's auch, das nehme ich schon mal vorweg, ein Porno vom Hof. Das ist der Grund, weil Fritz einfach nicht durch die Weltgeschichte fahren möchte, wenn er halt kaum lenken kann. Das Problem ist ja nicht mal die Wampe, sondern das ist eher das Bein, was ich nicht hochkriege, weil dann das Lenkrad im Weg ist. Ach so, weil das Pedal so nah am Lenkrad ist. Genau, dann komme ich nämlich... Nicht an die Pedale. Und wenn ich da mal bremsen muss, ist... Doof. Wenn du solche Rainerbeine hast... Gib gleich Prügel. Hoffentlich sieht er das nicht. Um mal zu zeigen, was ich meine. Alter, die Tür. Allein... Einfach mal Feierabend. Ja. Wie klein die auch ist, ja. Warte mal, ich gehe mal ein Stück zurück, dass man das so perspektivisch sehen kann. Yo, Mann. Allein die Tür. Die ist groß wie ein Rucksack. Ja. Kann man das so zeigen? Warte, ich mach mal von außen, ne? Guck mal, wenn ich ihn jetzt auf den Rücken schneiden würde. Jo. Weißt du, was ich auch ultra wild finde? Diesen Spiegel. Ja. Da hat man richtig Angst, ihn anzufassen, ja. Was ich interessant finde an dem Auto, ist die Innenraumlüftung. Weil du machst einfach nur eine Klappe nach außen auf. Was ich cool finde, ist, dass der einfach mal hier so ein... Ja. So eine coole Seitenscheibe zum Aufmachen hat. Aber es haben ja viele alte Autos früher gehabt. Ja, eine schöne Kurbel. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich mach das mal wieder hoch. Nee, Quatsch. Also, selbst dass der so alt ist, ist der Zustand wirklich richtig klasse. Ja. Also, gerade bei K-Cars ist ja immer das Problem, dass... Naja, es sind halt Arbeitstiere, ja. Also, das darf man nicht vergessen. Auch, jetzt sage ich mal, an Leute, die so ein Auto vielleicht interessiert sind, zu holen. Man kriegt die schon wirklich, also normale Aktis jetzt zum Beispiel oder auch Porter Caps, die moderner sind aus den 90ern oder Ende der 90er, die kriegt man wirklich schon saugünstig. Aber man darf wirklich nicht vergessen, es sind Arbeitstiere gewesen. Die fahren hier über die Felder, die stehen bei Wind, Wetter, Matschregen einfach draußen rum oder noch Schlimmeres. Ja. Oder werden bis ans Meer rangefahren, um Fische einzuladen, vom Boot direkt, so eine Sachen halt, ne? Und das dann mal irgendwo Gammel an der Ladefläche ist oder... Wo hat man das noch oft? Hinten an der Wand. Ja, bei Akti sind es auch die Türen. Das bleibt halt nicht aus. Die sind ja auch nur nicht wirklich sonderlich gut lackiert. Da ist einmal eine, wie hieß, Alpinweiß? Alpinerweiß, genau. Die Wandfarbe. Einfach mal klatschen, einmal gegengeschmissen und dann hat man ein Auto lackiert. Gefühlt ist es so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es so ist. Oder bevor jetzt jemand schreibt, das stimmt gar nicht, Lügenkette. Du weißt doch. Ja. Aber der hier, gut, ich muss auch sagen, der war auch für einen K-Truck relativ teuer, aber der ist wirklich top vom Zustand. Ja. Der Händler meinte, das war irgendein Typ, der hat die sich zu Hause hingestellt. Der hatte wohl auch mehrere davon. Der Händler selber hatte von dem auch 2 zum Verkauf. Und ich hatte beide, wenn ich mich recht erinnere, auch unserem Kunden geschickt.
Aber er hat sich halt für den entschieden. Und er hat sich auf jeden Fall richtig entschieden, wenn ich den so sehe. Weil der hat ja wirklich gar nichts. Weder Ladefläche, Tür, Rahmen unten drunter sauber. Da ist nirgendwo. Selbst das Ersatzrad sieht noch gut aus. Ja, der wurde lieb gehabt. Ja, und das ist halt wirklich erstaunlich für so ein Auto, ja. Also, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir so einmal halt in dem Zustand hatten. Vor allem auch noch in dem Alter. Ja. Was aber auch beim Akti interessant ist, die älteren aus den 80ern sind teurer als neuere. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht wirklich, weil da denn irgendwelche Liebhaber sowas haben wollen und dann auch halt mehr Geld bezahlen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Ja. Ich kann es dir nicht erklären. Aber es ist beim Akti mir in den Auktionen aufgefallen, auch bei Händlern, die sind wirklich mindestens 1.000, 2.000 Euro umgerechnet teurer als die alten. Okay. Stellenweise. Es gibt natürlich auch günstige und wie gehabt, ne? Ja. Aber so durchschnittlich gesehen, guck mal, er hat Skyline-Rückleuchten. Ja, die hat er. Ja, das hat er gesagt gehabt, deswegen sieht das hier auch so besonders frisch aus. Hier hinten war mal eine Stelle. Das Coole ist, das hatte ich beim Händler auch noch nicht, der hat die Stelle fotografiert, wo sie scheiße war, hat aber dazu gesagt, dass sie das gemacht haben und hat dann ein aktuelles Foto dazu geschickt. Das ist nett. Habe ich so auch noch nicht erlebt, also dass so Vorher-Nachher-Bilder dabei sind. Hat man manchmal bei Tuning-Workshops, also die dann wirklich so Projektautos machen, die zeigen hier, guck mal, lackiert, voll komplett mit Rahmen und so weiter. Hier Motor ein- ausgebaut und so eine Sachen. Aber bei so einem Auto, ich meine, wie schon gesagt, ja, eigentlich ist es einfach nur zum aufs Feld donnern. Ne? Straff ist er noch. Ja. Da hatten wir auch schon andere Storys. Hat ja auch ein Corvette-Fahrwerk. Blattfedern. So ein Quatsch. Ich habe ja mal vor ein paar Jahren bei Autopoint so ein Ding angehoben und wie eine Schubkarre durch die Gegend gezogen. Ja. Meinst du, das kriege ich noch hin? Das solltest du hinkriegen. Ich wüsste gar nicht, wo ich hier ansetzen soll. Ja, reiß nichts ab. Reiß nichts ab. Nee, der ist schwerer. Würde ich sagen. Ja, der hat mehr Ladefläche. Also, den kriege ich nicht so einfach hoch wie ein Aktiv. Bis zum nächsten Mal. Nein, Quatsch. Ja, also wer sich für sowas interessiert, kann sich natürlich auch gerne melden. Wir verschiffen auch sowas. Auch mehrere davon. Hat man ja auch schon. Und viel mehr gibt es auch gar nicht zu erzählen darüber, oder? Nee, nicht wirklich. Dann würde ich sagen, mach du einen Porn. Mach ich. Und ich genieße noch ein bisschen die Sonne. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Sumo-Team.